Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Elbe-Kanal. Am heutigen Freitag, dem 29. Mai, haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Bürgerversammlung Altstadt Mitte. Die aktuelle Stadtentwicklung wurde besprochen. Comenius-Projekt. Schulklassen aus Europa besuchen Schönebeck. Und überraschender Besuch. Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen spendet an ersten Schönebecker Judo Club. Europa zu Gast bei Freunden. Am vergangenen Dienstag waren Schüler aus 6 verschiedenen Ländern zu Gast in der Förderschule Pestalozzi und auch im Rathaus. Wie es dazu gekommen ist und was sie alles erleben durften, sehen Sie jetzt in unserem Beitrag. Am Dienstag, den 26. Mai 2015, waren Schüler aus 5 Ländern Europas zu Gast bei den Schülern der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule für Lernbehinderte in Schönebeck. Das Treffen findet im Rahmen des Cornelius-Projektes statt, welches im Jahr 2013 startete und nun im Jahr 2015 sein Ende findet. Im Oktober 2013 trafen sich Schüler und Lehrer in Villa San Giovanni in Italien. Im Februar 2014 ging es nach Pilas in Spanien. Im Mai 2014 traf man sich in Widnes in Großbritannien wieder. Danach ging es im Oktober 2014 nach Longwy in Frankreich, um dann im April 2015 in Istanbul zu sein. Und da bekanntlich das Beste immer zum Schluss kommt, sind nun alle in Schönebeck. Hier werden sich die internationalen Gäste mit Stadt, Land und Leuten beschäftigen. Eine kleine Einführung dazu gab Oberbürgermeister Bert Knoblauch, der dazu alle zu sich ins Rathaus einlud. Nun wird in den nächsten Tagen auch noch Bad Salzelmen, Magdeburg, Quedlinburg und Halle erkundet. Bleibt nur zu hoffen, dass es weitere so spannende Projekte gibt, in denen sich Schüler aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen treffen, um gemeinsam zu lernen. Gutes Tun ist für den Lions Club Schönebeck Bad Salzelm seit 20 Jahren Ehrensache. Insbesondere Jugendliche und Kinder können auf ihre Hilfe zählen. Am Mittwochabend konnte sich der Schönebecker Judo Club über einen Besuch und einen Scheck freuen. Am Mittwoch, den 27. Mai 2015, gab es beim ersten Schönebecker Judo Club eine Trainingsunterbrechung. Zuerst kam Herr Dr. Henning Steffens, Altpräsident des Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen, in die Sporthalle. Kurz darauf der Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck, Herbert Knoblauch, hier aber in seiner Funktion als Präsident des Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen. Vereinsvorsitzender des ersten Schönebecker Judo Club, Herr Uwe Schädler, gab ein Zeichen zum Antreten auf der 7000 Euro teuren Tatami und erklärte den überraschten Kindern den Grund des Besuches. Und wie ihr alle wisst, wir haben ja beim Lions-Ball so eine kleine Vorführung gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir könnten mal ein bisschen Geld, ein bisschen Hilfe, Unterstützung gebrauchen für Judoanzüge, Sporttaschen, ein paar haben wir schon Sporttaschen gekriegt, bekommen und auch für Trainingsanzüge und sowas. Und da hat uns der Lions Club geholfen. Und der möchte nun heute uns symbolisch einen Scheck übergeben über das Geld, was er mit Hilfe von Sponsoren für uns gesammelt hat. Wollen wir so lassen? Ja, ja, wa? Geld nehmen wir immer, wa? Ja, dann darf ich vielleicht ein paar Worte sagen. Also, liebe Sportlerinnen und Sportler, lieber Uwe, ihr seid zu uns gekommen, weil ihr Hilfe brauchtet. Wir haben uns das angeschaut, ihr seid uns ja auch bekannt, der Verein ist uns bekannt, repräsentiert hier Schönebeck und macht eine super Nachwuchsarbeit. Und wie wir heute sehen, wie viele Kinder hier trainieren, alle Altersklassen, ist für uns Ansporn gewesen. Unser Motto des Lionsball diesen Jahres, dieses Jubiläums-Lionsballs, 20 Jahre, zum Anlass zu nehmen, um für euch, für den Verein zu sammeln. Und wie man an der Summe erkennen kann, die zusammengekommen ist, hat der Verein einen guten Namen, ist eine gute Adresse, denn so ein Überschuss, so ein Gewinn und so eine Spendenbereitschaft hatten wir selten gehabt. Wir freuen uns, euch mit einem erheblichen Betrag unterstützen zu können, hoffen, dass eure gute Vereinsarbeit weitergeht, dass ihr auch in Japan hoffentlich die Stadt Schönebeck
gut repräsentieren werdet, dafür ist das Geld nicht, das wissen wir, aber um dort gute Ergebnisse zu haben und dort gut aussehen zu können, dafür soll das Geld da sein. Und ich freue mich, wir freuen uns, euch einen Scheck in Höhe von 2080 Euro überreichen zu können. Für uns eine Menge Geld, die zusammengekommen ist und wirklich ein voller Erfolg der Ball gewesen. Vielen Dank nochmal für eure Vorführung auch an dem Abend. Wahrscheinlich hat das auch nochmal die Brieftaschen locker gemacht. War eine gute Arbeit. Vielleicht auch meine Opferdaseinsdarbietung. Lieber Uwe, ich wünsche euch alles Gute. Auch bei den deutschen Meisterschaften nächste Woche, bei den Landesmeisterschaften nächste Woche, genau. Macht weiter, so eine gute Arbeit würden wir uns wünschen. Zeigt mal wieder, was ihr in der Zwischenzeit trainiert habt. Und verwendet das Geld sinnvoll, da bin ich mir ganz sicher, das ist gut aufgehoben bei mir. Ich bedanke mich natürlich sehr herzlich. Und wie gesagt, wir bemühen uns natürlich, unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden und besser zu werden. Dankeschön nochmal. Wie bereits in der Mittwochssendung angekündigt, findet vom 1. bis 6. Juni eine Woche der Hoffnung im Shalomhaus statt. Jeden Tag wird auf eine andere Weise geholfen, gelacht und Zeit geschenkt. Wir haben Pastor Ole Schumann gefragt, was die evangelisch-freikirchliche Gemeinde aus Schönebeck alles geplant hat. Hallo, mein Name ist Ole Schumann. Ich bin Gemeindereferent hier im Shalomhaus. Und wir als Shalomhaus wollen gemeinsam mit Ihnen nächste Woche eine Hoffnungswoche veranstalten. Wir wollen als Kirche Kirche für Menschen sein. Kirche für Menschen hier im Stadtteil und für Menschen in der ganzen Stadt. Und das soll nächste Woche ganz praktisch werden. Wir wollen Ihnen mit unterschiedlichen Aktionen Hoffnung vermitteln. Und wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein. Wir haben unterschiedliche Angebote für alle Altersgruppen vorbereitet. Von Montag bis Freitag wird es hier auf dem Hof einen Reparaturpoint geben. Für kleine Reparaturen, die in Ihrem Haushalt anstehen. Kaputtes Fahrrad, kaputte Geräte, vielleicht ein defekter Stuhl. Wir wollen die Sachen für Sie in Ordnung bringen. Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause, wenn es nötig ist. Dazu finden Sie eingeblendet eine Hotline. Für die Senioren haben wir auch etwas Besonderes vorbereitet. Wir wollen mit ihnen Gemeinschaft haben. Wir wollen am Dienstag gemeinsam mit ihnen Kaffee trinken. Das beginnt um 15 Uhr. Brauchen Sie vielleicht Hilfe beim Ausfüllen von Formularen? Hängt Ihre Gardine schief? Brauchen Sie Hilfe beim Einkaufen? Wir helfen gern. Ich lade Sie herzlich ein und mache Ihnen Mut, bei unserer Hotline anzurufen. Da wird jemand Nettes Sie vermitteln und dann kommt die Hilfe zu Ihnen nach Hause. Auch für Kinder haben wir ein besonderes Angebot. Von Mittwoch bis Freitag von 15 bis 17 Uhr gibt es ein lebendiges Kinderprogramm mit Spiel, Spaß und Spannung. Auch da sind alle Kinder herzlich eingeladen. Abschließend wollen wir die Hoffnungswoche gemeinsam mit der Nachbarschaft auf einem Straßenfest direkt vorm Shalomhaus. Hier gibt es Hüpfburg, Kaffeekuchen, Würstchen, lebendige Spiele, eine kleine Schlussandacht. Also für jeden ist etwas dabei. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Straßensperrungen, Änderung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro und ein Business Talk für Arbeitgeber. Dies alles erwartet Sie in unseren Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Ab 1. Juni 2015 wird das Bürgerbüro der Stadt Schönebeck in der Friedrichstraße 117, das Stadtwerkehaus, neben den werktäglichen Öffnungszeiten nur noch jeden ersten Sonnabend im Monat Sprechzeiten anbieten. Im Monat Juni wird das Bürgerbüro am 6. Juni 2015 in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein. Die Fassade des Rathauses wird vom 26. Mai bis 15. Juli 2015 gesäubert. Das dazu benötigte Gerüst wird am 26. Mai aufgestellt. Es kommt zur Putzerneuerung und zur Säuberung des Sandsteins, ähnlich wie schon an der Giebelseite des Rathauses. Durch diese Arbeiten wird es zeitweise zu Lärmbelästigungen kommen, die leider nicht vermeidbar sind.
Ebenfalls kann es zur Sperrung des Rathaus-Haupteinganges kommen, sodass der Zugang auch für Besucher dann über den Seiteneingang am Breiteweg erfolgen muss. Die Volksschwimmhalle Schönebeck hat ab sofort veränderte Öffnungszeiten am Mittwoch. Da die Aquafitness entfällt, ist die Schwimmhalle zusätzlich Mittwoch von 19 bis 21.30 Uhr geöffnet. Wassergymnastik findet weiterhin montags, mittwochs und freitags zur gewohnten Zeit von 9 bis 10 Uhr und Bambino-Schwimmen donnerstags von 16 bis 17 Uhr statt. In der Prager Straße kommt es aufgrund von Tiefbauarbeiten zu einer Sperrung des Verkehrs. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilte, sind Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Hausnummern 66 bis 70 vom 18. Mai bis zum 19. Juni eingerichtet. Die Stadt Schönebeck möchte darüber informieren, dass 2015 die Erneuerung der Sohlgrabenbrücke in der Götzker Straße im Zuge einer Maßnahme zur Beseitigung bzw. Minderung von Vernässung erfolgt. Mit dem Bau soll nach jetzigem Kenntnisstand Mitte 2015 begonnen werden. Die kalkulierte Bauzeit beträgt 4 Monate. Der Bau der Brücke erfolgt unter Vollsperrung. Rückfragen sind innerhalb der öffentlichen Sprechzeiten bei der Stadt Schönebeck Sachgebiet Tiefbau unter der Telefonnummer 03928 710 424 möglich. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Jetzt gehen wir kurz ab in die Werbung. Danach wartet Mountain Man von Andreas Gabayer auf glückliche Gewinner. Außerdem verlosen wir auch heute wieder Freikarten. Also unbedingt dranbleiben. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Ob tanken oder Wagenpflege, bei uns sind Sie genau richtig. Profitieren Sie von tollen Rabatten unserer Kundenkarte und gönnen Sie Ihrem Wagen eine gründliche Reinigung. Freundliches Personal, ein vielseitiges Angebot und ein Geldautomat der Salzland-Sparkasse, an dem Sie Bargeld abheben können, gehören zu unserem Service. Quack, quack. Be green. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Kassler Kotelett 100 Gramm zu 55 Cent, Kassler Nacken 100 Gramm zu 45 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 30 Cent, Schweineleber 100 Gramm zu 25 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Am 1. Juni ist Kindertag. Bei Kills Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 gibt es die passenden Geschenke für Kindertag und Einschulung. Mit einem Kinderbesteck und einer persönlichen Gravur, hochwertigen Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen Sie jedes Kinderherz höher schlagen. Oder wie wäre es mit einer Spardose, um das Taschengeld sicher zu verstauen? Bei der vielfältigen Auswahl an bunten Motiven ist für jeden das Passende dabei. Und für jeden Walt Disney-Fan haben wir noch etwas ganz Besonderes. Sammelfiguren in üppigen Darstellungen und kräftig bunten Design.
Ein besonderes Angebot gibt es in den Monaten Mai und Juni. Hier kostet eine Kinderbesteckgravur nur 5 Euro. Außerdem haben wir geänderte Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag haben wir von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Samstag haben wir bis auf Weiteres geschlossen. Sie suchen die optimale Ergänzung für Ihre Pflegevorsorge und wollen dazu noch staatlichen Zuschuss. Die HUK Coburg Krankenzusatzversicherung bietet Ihnen mehr Leistungen im Krankheitsfall, damit für Ihr Alter später alles geregelt ist. Wir finden das optimale Angebot für Sie. Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen, um Sie auch zukünftig richtig abzusichern. HUK Coburg, aus Tradition günstig. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Meter hoch und über einen Kilometer lang. Das 38-Millionen-Euro-Projekt des Neubaus der Elbbrücke in Schönebeck hat ein neues Wahrzeichen für die Stadt geschaffen. Begleiten Sie die gesamte Bauphase mit spannenden Bildern und interessanten Fakten. Erfahren Sie alles zur Konstruktion durch die DVD Die Schönebecker Elbauenbrücke vom Rammschlag bis zur Einweihung. Erhältlich ist diese DVD bei der Elbe Medienproduktion GmbH in Schönebeck in der Bahnhofstraße 5. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem! Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Im vergangenen Jahr haben wir über die Vergabe der letzten Fluthelfernadeln berichtet. Am gestrigen Donnerstag konnte jedoch noch eine letzte Fluthelfernadel als Dank für die Hilfe während des Hochwassers 2013 vergeben werden. Nachdem die Frist für die Erlangung der Fluthelfernadel vom Land Sachsen-Anhalt auf den 30. Juni 2015 verlängert wurde, konnte Oberbürgermeister Bert Knoblauch im großen Sitzungssaal der Stadt Schönebeck am Donnerstag, den 28. Mai 2015, weitere 13 Flutnadeln an verdiente Bürger übergeben. Die dachten im letzten Mal, wir haben die letzten Nadeln gelesen. Nein, es gibt doch noch ein paar, die tatsächlich auch sich wahnsinnig beim Hochwasser eingesetzt haben und bisher nicht geerdet. Freut mich, dass vom Land die Frist für die Aushändigung und für die Vergabe dieser Anerkennung, dieser Fluthilfenadel verlängert wurde, dass wir heute nochmal die Gelegenheit haben, als Stadt bei Ihnen Danke zu sagen, das ist fast 2 Jahre her. Danke für Ihren Einsatz, für Ihre Aufopferung, für uns, für die Stadt.
und das hier im Rathaus ehrenvoll zu machen und Ihnen diese Anerkennung zu überreichen. Ja, fast 2 Jahre her, wer heute Elbe sieht und auch letztes Jahr mit dem Niedrigwasser, kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie hoch die Fluten waren und wie bedrohlich sie waren und wie knapp wir doch letztendlich an einer Katastrophe hier vorbeigeschrammt sind. Denn so exorbitant war letztendlich die Sichtbarkeit Gott sei Dank nicht gewesen, auch wenn wir heute immer noch mit den Schadensbeseitigungen in der Stadt zu tun haben. Es ist trotzdem viel kaputt gegangen durch Hilfsarbeiten, auch durch Wasser, Wege sind zerfahren worden, Deiche müssen gemacht werden. Wir stecken also mittendrin, zum einen in der Beseitigung der Hochwasserschäden von vor 2 Jahren, haben wir circa die Hälfte der Maßnahmen, die wir darauf zurückschieben und beantragt haben, abgearbeitet und die andere Hälfte liegt noch vor uns, sind aber auch mittendrin. Vielleicht das nächste Hochwasser, das muss nicht wieder so hochkommen, muss ich sagen, etwas gelassen angehen zu können. Wir sind also dabei, nicht wir, sondern das Land, hier durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz, insbesondere LHW, Schutzmaßnahmen zu treffen für Schönebeck, um eine stabile, dauerhafte Absicherung für eine entsprechende neue Flut zu schaffen. Das Ganze nennt sich Deichlückenschluss, soll 5,1, 5,2 Kilometer lang sein, das heißt vom Eingang Barbi bis hinter Frohse, hinter dem letzten Haus, soll hier eine Mischung zwischen feststehenden Mauern, mobilen Anlagen und Verwallung und Spundbrennen letztendlich dafür sorgen, dass wir beim nächsten Mal mit weniger Manpower möglicherweise einen höheren Schutz haben und wie gesagt etwas aufgeregter sein können. Wir haben heute gerade nochmal Gespräche auch geführt. Wir haben neues Kartenmaterial uns fertigen lassen, um auch zu sehen, bei welchen Höhen welche Gebiete gefährdet sind. Auch das war vor 2 Jahren schwierig, Informationen an die Bevölkerung zu geben, wer ist wo gefährdet. Ja, jeder ist erstmal aufgeregt, es sei hart und gut gefährdet. Es konnten nicht immer die richtigen oder verlässlichen Antworten gegeben werden und auch da haben wir jetzt Abhilfe geschaffen, sodass also auch das besser werden kann. Bis 2020 sollen, ja, ob da der Deichlückenschluss schon fertig ist, weiß ich noch nicht. Aber bis 2020 hat das Land sich vorgenommen, letztendlich die Deiche entsprechend ertüchtigt zu haben, die Hochwasserschutzanlagen ertüchtigt zu haben. Für Schönebeck und auch die ostelbischen Dörfer sind das ganz erhebliche Aufwendungen. Alte Fähre sieht man, der Deich ist erneuert worden, der Umflugdeich. Jetzt wird in diesem Jahr hoffentlich noch begonnen mit dem rechten Elbufer, Grüne Walde. Der Radweg soll im Laufe, also 2018 etwa, darauf neu gemacht werden, asphaltiert werden. Ja, also eine Menge Spundwände sollen auch in Plötzlich-Prezin gezogen werden. Eine Menge, die hier tatsächlich zu machen sind, die viel Geld kosten und lange Planung. Wie gesagt, wir sind 2 Jahre danach. Sichtbar sieht man noch nichts, aber gleichwohl, um es richtig zu machen und dann auch für lange Zeit haltbar zu machen, denke ich, ist es notwendig. Vielleicht insoweit dazu von meiner Seite genug. Ich würde Sie gern einzeln nach vorn rufen und Ihnen die entsprechende Fluthelfernadel übergeben und mich nochmal, wie gesagt, recht herzlich bedanken. Nach vorne, Frau Martina Siebert und Herrn Thorsten Siebert. Und Herr Dr. Steffen hat die beiden vorgestanden. Vielleicht darf ich dich auch mit nach vorne bitten, zumindest. Herr Sekretär, für Ihre Fähigkeiten. Und beim nächsten Mal darf ich auf Sie zählen, aber ich hoffe, wir müssen nicht um die Bitte schauen. Vielleicht darf ich einmal, das habe ich vorhin vergessen, vielleicht darf ich einmal den Wortlaut der Urkunde verlesen, kommt ja jeder aber auch fürs Fernsehen. Verleihungsurkunde in dankbarer Anerkennung der bei der Bewältigung des Hochwassers im Juni 2013 vollbrachten persönlichen Leistungen verleihe ich Herrn Thorsten Siebert die Fluthelfernadel 2013 des Landes Sachsen-Anhalt
Schönebeck, 1. April 2015, Rainer Haseloff, der Ministerpräsident. Herr Sie, herzlichen Dank auch für Ihren Einsatz. Gut, dann bitte ich nach vorne Frau Stefanie Anders. Die Familie Anders, herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Dann rufe ich nach vorne Frau Ines Koller. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. War nicht so einfach, wenn man sie da selbst dann hat und gut immer im Auge hatte. Vielen Dank dafür. Gerne. Dass Sie nicht dabei waren. Dankeschön. So, dann geht nach vorne Frau Alexandra Endert. Herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Für das nochmal eine schöne Minute. Dann bitte ich noch vorne Frau Heike Harms. Alles Gute. Heiß diskutierte Themen waren die Stadtentwicklung und die Verbesserung der touristischen und kulturellen Attraktivität der Altstadt bei der Bürgerversammlung Altstadt und Mitte im Stadtwerkehaus. Wir verraten Ihnen unter anderem, auf welche Veränderungen sich die Autofahrer in der Salzer Straße einstellen müssen. Für den Bereich Altstadt Mitte, Schönebeck, wurde am Dienstag, dem 26. Mai, eine Bürgerversammlung im Saal der Stadtwerke, Friedrichstraße, abgehalten. Zu Beginn gab Oberbürgermeister Bert Knoblauch unter anderem über die aktuelle Situation der Markterneuerung, der Sanierung der Geschwister-Scholl-Straße oder zum Einbahnstraße gegenläufigen Radweg in südliche Richtung in der Salzer Straße Auskunft. Baudezernent Guido Schmidt ging beispielsweise auf das heikle Thema der Marktsituation für Einwohner und Händler ein und äußerte, dass es für die Bewohner schwierig ist, aber der Bau notwendig ist, um das altstädtische Zentrum als Wohnzimmer der Stadt aufzuwerten. Weiterhin versucht man den geplanten Radweg in der Salzer Straße je nach Möglichkeit noch in diesem Jahr zu verwirklichen. Gegen Ende der Versammlung wurde noch einmal übereinstimmend festgestellt, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen. Bert Knoblauch äußerte weiterhin, dass kritische Dinge zwar erkannt werden müssen, aber nach außen stellen sollte man nur die positiven Seiten der Stadt, die es in Hülle und Fülle gibt. 12 Reflexionen on Mist. Das ist es. Kunstprojekte bestehend aus 12 Kurzfilmen. Jeder Film porträtiert eine Person des öffentlichen Lebens. Wir möchten Ihnen den Rennfahrer Hans Hermann vorstellen. Wenn man am Stadtstand, da kommt immer mal geschwind der Gedanke, wen trifft es heute? Man muss im Rennen immer an der Grenze dessen fahren, bevor das Auto abschmiert. Und da immer zu sein, das ist das Schwierige beim Rennfahren. Wenn ich da fahre, bin ich auf der sicheren Seite, da bin ich aber 1-2 Sekunden langsamer pro Runde. Wenn ich an der Grenzbereich fahre, wo ich immer am Rausfliegen bin, das ist ja das, was ein Rennfahrer ausmacht und sich dann auszeichnet, ob er gewinnt oder verliert. Er muss halt immer am Grenzbereich fahren. Das sieht aus wie eine Kurve, ist kein. Das wird eine Kurve. Also da muss man halt sich anpassen, dass man an dem Grenzbereich ist und nicht raus, sonst liege ich da oben im Wald. Ausgerechnet diese Ölleitung, die ist gebrochen. Das heißt, da war kein Bremsversagen, sondern das heiße Motoröl
ich auf meinen Fuß mit 120 Grad und ich bin immer wieder abgerutscht von dem Pedal und kam schon in Richtung in die ersten Häuser von Hockenheim. Und in dem Moment kamen rechts zwei Mädchen auf dem Fahrrad von der Seitengasse und bin dann nach links gegen die Hauswand geprallt und dann hat es mich rausgeschmissen und lag auf der Straße und keine Schuhe mehr angehabt. Ich war bei vollem Bewusstsein ununterbrochen. Da hatte ich tatsächlich Angst aufzustehen, weil ich für mich dachte, ich habe ja alles gebrochen, ich kann ja vermutlich gar nicht stehen. Aber wenn da, man kann ja auch liegen bleiben. Und dann denke ich halt, ich probiere es und bin dann aufgestanden und laufe dann weg und merke, ich werd bewusstlos. Also ich irgendwie und habe dann am Haus geguckt, da ist eine Tür und bin tatsächlich in die Tür rein und da ist eine Couch, eine Schesslung und bin dorthin gelegen. Und da höre ich von draußen, Gottes Willen, der Fahrer ist da in dem Auto. Die dachten, ich wäre in dem Auto drin, irgendwie da zerquetscht. Gott sei Dank, ich habe das mit den Radfahrern gemacht, dass ich die nicht umgefahren habe. Sonst wären die tot, die Mädchen. Bin lieber in die Hauswand rein. Und so bin ich halt auf der Avus nicht rechts, wo ich hätte rein können, bei der Geschwindigkeit. Da sind Tausende von Zuschauern. Da waren Tribünen errichtet und Stehtribünen. Und da wären, wenn ich da rein wäre, wären 100 tot gewesen. Also muss ich blitzschnell überlegen, Bruchteil von Sekunden wohin und bin dann ganz bewusst geradeaus weitergefahren auf Strohballen, habe die sogar als gezielt zwischen die Räder genommen, in der Hoffnung, dass das jetzt bremst. Es ist ja unglaublich, dass man da noch so viel denken kann im Nachhinein, wenn man sich das überlegt. Das sind ja nur 2, 3, 4, 5 Sekunden vielleicht. Das war 70 Meter durch die Luft mit so 2,5 Umdrehungen, also überschlagen. Und dann der Aufprall und bin dann noch am Boden entlang mit 12 oder 14 so Überschläge, bis es dann ruhig war. Sie hat ja alles Mögliche versucht. Sie hat zum Beispiel dem einen oder anderen Mechaniker einen Zettel mitgegeben. Und muss man sich vorstellen, mein Sohn, da war der 3, 4 Jahre alt, der konnte ja noch gar nicht schreiben. Aber sie hat ihm die Hand geführt und hat geschrieben, Papa, fahr langsam. Jetzt gibt mir der Monteur, gibt mir das vor dem Rennen dann in Sizilien, vor dem Rennen, gibt mir den Zettel. Mountainman, das ist der Titel des aktuellen Albums des österreichischen Sängers Andreas Gabalier. Viele von Ihnen haben angerufen, um dieses Album zu gewinnen. Wir gratulieren allen Anrufern, die jetzt unten eingeblendet sind. Viel Spaß mit dieser CD. In der kommenden Ausgabe sorgt Bravo Hits 89 für Frühlingsgefühle und Sommerboten. Am Montag zeigen wir Ihnen, welche Charthits auf dieser CD verborgen liegen. Am morgigen Samstag liegen wieder viele Familienfeste an, so auch bei Thomas Philips. Hier findet ein Kinderfest mit Kinderschminken und einer großen Tombola statt. Außerdem verlosen wir wieder Freikarten für Holy for Free und Carmina Burana aus Magdeburg. Bereits zum 4. Mal lädt das Team von Thomas Philips Sonderposten zum Kinderfest ein. Am 29. und 30. Mai können sich Kinder wieder auf ein ganz großes Programm freuen. Neben Tombola, Spiel- und Malstraße wird es auch Leckereien geben. Ein Kuchenbazar sowie gegrillte Steaks und Bratwurst sind vorhanden. Veranstaltungsort ist Thomas Philips Sonderposten, Kalbische Straße 27. Highlight in diesem Jahr sind die Zigeunerköche, die ganz spezielle Gerichte kochen werden. Die Einnahmen vom Kinderfest gehen an den Dauphin 8 e.V. und ein Teil kommt gemeinnützigen Einrichtungen in Schönebeck zugute. Beginnt es an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr und endet gegen 18 Uhr. »20 Jahre Seegross Cash & Carry Magdeburg«, da feiert Greenline mit. Zu einem Familientag am 30. Mai 2015
lädt sie Greenline ganz herzlich ein. Unter anderem können sich die Besucher auf eine große Hüpfburg, eine Mal- und Bastelstraße oder Zuckerwatte freuen. Kommen Sie mit der ganzen Familie zur Greenline-Tankstelle in Magdeburg bei der Gustav-Ricker-Straße 1 vorbei und genießen Sie einen schönen Tag zusammen. Der Eintritt ist frei und für alle Kinder gibt es kostenloses Slush-Eis. Am 1. Juni um 11 Uhr ist die Gruppe Wind zu einer Autogrammstunde mit Kurzauftritt im E-Center Schöneberg zu Gast. Mit Wind kommt eine der erfolgreichsten Schlagerbands ins E-Center und bringt auch die Dreier-Hitbox Das Beste und die neue CD mit. Wind wird auch ihren erfolgreichsten Song Lass die Sonne in dein Herz live vor Ort präsentieren. Die Faszination Wasser kommt nach Schönebeck. Vom 1. bis 26. Juni werden die 15 schönsten Bilder eines Online-Fotowettbewerbs des OEWA Wasser und Abwasser gezeigt. Die Jury würdigte besonders die Leistung des Schönebecker Hobbyfotografen Philipp Körner mit einem regionalen Sonderpreis. Seine leuchtend rote Elbebrücke über der hochwasserführenden Elbe dürfte in der Schönebecker Schau zweifellos ein besonderer Hingucker werden. Die Fotoausstellung wird in Schönebeck am 2. Juni um 17 Uhr im Solepark eröffnet. Alles Wissenswerte sowie Informationen zu den Bildern und Fotografen gibt es im Internet auf der Seite www.fotowettbewerb-wasser.de. Im Rahmen der Eröffnung der neuen Rampen möchte die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck am 5. Juni zu einem netten Nachmittag in den Skaterpark einladen. Von 16 bis 20 Uhr gibt es Leckeres vom Grill und kühle, alkoholfreie Getränke. Das begehrte Rolandfest wird auch in diesem Jahr durchgeführt. Vom 5. bis 7. Juni können sich alle Besucher auf ein tolles Programm freuen. Am Samstag, den 6. Juni, geht es musikalisch einher. Von 20 bis 2 Uhr sorgen ein DJ Ötzi-Double und Katja Bach, die die größten Hits von Helene Fischer präsentiert, für Stimmung. Auch am Montag gegen 9.30 Uhr wird es musikalisch mit Aufführungen des Shanty-Chor oder beispielsweise den Lennox. Das ganze Programm findet auf der Bühne beim Marktplatz statt. In Kalbe sorgt das Rolandfest für ordentlich Stimmung. Da darf natürlich Musik nicht fehlen. Was wäre da besser als zwei der größten Pop- und Schlagerstars aus Deutschland? Am 6. Juni ab 19 Uhr ist die Sommernachtsparty beim Marktplatz in Kalbe. Freuen Sie sich auf eine DJ Ötzi-Double-Show und auf Katja Bach, die die größten Hits von Helene Fischer singen wird. Das Programm wird zusätzlich von DJ Tornado unterstützt. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Der Shanty-Chor Schönebeck e.V. lädt zum ersten Schönebecker Treffen der Shanty-Chöre Sachsen-Anhalts ein. Am Samstag, den 6. Juni 2015 um 15 Uhr singen unter anderem die Seeteufel aus Halle, der Shanty-Chor des Magdeburger Seglervereine e.V. oder die Blauen Jungs vom Wipperstrand auf der Freilichtbühne des Biererberg in Schönebeck. Der Eintritt ist frei und für die gastronomische Versorgung sorgt das Restaurant Bismarckhöhe. Im Sommer 2015 kommt eine ganz neue Auflage des angesagtesten Farbfestivals nach Magdeburg. Mittelpunkt der Farbschlacht ist das Bad im bunten Farbpulver. Auf Kommando, dem Big Toss, wird das gefärbte Pulver in die Höhe geschleudert und rieselt langsam auf die tanzende Partycrowd nieder. Der Clou: Für das Mega-Event am 6. Juni im Magdeburger Stadtpark können sich die Holy-Fans den Einlass zum Holy for Free über eine Registrierung auf www.holyfest.de sichern. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 3 Fanpakete für dieses Event. Rufen Sie uns einfach unter der 03928 40 57 70 an und mit etwas Glück landet Ihr Name auf der Gästeliste. Zur nächsten Führung in der Nabu-Nachtigallen-Oase in der Chausseestraße lädt die Nabu-Ortsgruppe Schönebeck alle interessierten Naturfreunde am Sonnabend, den 6. Juni, ein. Ab 10 Uhr wird Karl-Heinz Schuppe von der Nabu-Gruppe Schönebeck die Bedeutung des Geländes für den Naturschutz und für die Umweltbildung erläutern, Tipps für mehr Natur im eigenen Garten geben sowie die weiteren Planungen vorstellen. Die Führung ist kostenfrei, jedoch wird um eine Spende gebeten.
Ein einmaliges Konzerterlebnis erwartet Klassikliebhaber am 11. Juli 2015 auf der Seebühne im Elbauenpark. Umrahmt von einem imposanten Licht- und Laserspektakel, gespielt von der nordböhmischen Philharmonie Teplice und exzellenten Solisten, präsentieren sich die berühmtesten und erfolgreichsten Chorwerke des 19. und 20. Jahrhunderts, gefolgt vom beliebtesten Werk ernster Musik der Orphischen Kantate Carmina Burana. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 2x2 Freikarten für dieses Event. Rufen Sie uns einfach an unter 03928 40 57 70 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@elbemedien.de. Und mit etwas Glück steht am 11. Juli Ihr Name auf der Gästeliste. Das Kinderprojekt des Schönebecker SC Fairplay ohne Grenzen wartet jedes Jahr mit tollen Veranstaltungen, Spielen und Camps auf alle sportbegeisterten Kinder aus ganz Schönebeck. Zum Inhalt gehören unter anderem die Förderung des Demokratieverständnisses und Toleranz unter Kindern und Jugendlichen. Die ersten Spiele wie Zocker oder Tischtennis finden bereits am Sonntag, den 26. April, im Lucky Fitness Sportcenter statt. Danach sind die Spiele dann jeweils am letzten Sonntag des Monats. Auch die begehrten Camps sind in diesem Jahr wieder dabei. Am 14. Juli ist das Tenniscamp, am 21. Juli das Fußballcamp, vom 3. bis 7. August ein Tanzprojekt mit Nico Hilger, am 7. August ein Kindertraining mit Sascha Poppendick und am 11. August das Boxcamp. Weiterhin sind auch spezielle Veranstaltungen geplant. Am 26. Juni findet das Familiensportfest im Stadion im Rahmen des Sole Cups statt, am 10. Oktober das 6-jährige Jubiläum von Fairplay ohne Grenzen, am 14. November ein Familientischtennisturnier und am 31. Dezember ein Silvesterlauf. Frank Wedekind, Vorsitzender des Schönebecker SC, und Dorena Lorenz, Projektleiterin, sind dabei erste Ansprechpartner für Fragen oder Anmerkungen. Die Telefonnummer 03928 84 58 61. Natürlich möchten wir Ihnen auch heute wieder verraten, wie das Wetter am Wochenende und am Kindertag wird. Mit leichtem Regen, vielen Wolken und Sonnenschein ist von allem etwas dabei. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das letzte Wochenende des Mai steht bevor und die Temperaturen steigen noch einmal leicht nach oben. Trotz der warmen Temperaturen kann es hin und wieder zu leichtem Regen und vereinzelt zu stärkerem Wind kommen. Am Samstag beginnt der Tag mit ruhigem Wetter, doch ab den Mittagsstunden herrscht leichter Regen bei stärkerem Wind. Die Höchsttemperatur beträgt hier 16 Grad und am Abend werden es 9 Grad. Der Sonntag wird dann etwas ruhiger. Hier bleibt es vorwiegend bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad und am Abend werden es 14 Grad. Montag wird es dann wieder sommerhaft. Bereits am Morgen herrschen Temperaturen von über 20 Grad. Es bleibt dann den ganzen Tag über nur leicht bewölkt und erst gegen Abend ziehen leichte Regenwolken auf. Die Höchsttemperatur liegt hier bei 25 Grad und am Abend werden es 17 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das war das Regionalmagazin am heutigen Freitag, den 29. Mai. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut, Ihr Michael Kollater.